Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen, noch ein Blick auf die Einstellungen. Unter Datei, Optionen kannst du die grundlegenden Funktionen von Excel noch anpassen. Unter Allgemein ist vor allem die Darstellung der Schrift und der Zellen noch wichtig. Ich lasse mal diesen Schriftgrad 11, meist arbeite ich eher mit etwas kleineren Schriften, aber das ist ein bisschen Geschmackssache. So oder so musst du die Datei jeweils dann noch sorgfältig formatieren, dass es dann beim Druck gut aussieht. Wie bei anderen Office-Programmen auch, macht sich Excel manchmal etwas sehr selbstständig. Falls dich das stört, kannst du das hier in diesen Einstellungen korrigieren. Ich lasse sie für den Moment so, wie sie jetzt sind. Ebenso könntest du hier noch das Menüband anpassen, falls dir wichtige Befehle fehlen. Auch das lassen wir im Moment. Ich bestätige mit OK. In diesem Excel-Kurs werden natürlich nur die Basics vermittelt. Wenn du eine gezielte Frage hast, so kannst du sie hier oben stellen. Nehmen wir mal an, dich interessiert die Durchschnittsberechnung. So werden dir automatisch Vorschläge gemacht. Ebenfalls kannst du einfach die Hilfe aufrufen, wenn du nach Hilfe suchst. Hier hast du schon ein paar Vorschläge und über diese drei Punkte kannst du die Online-Hilfe aufrufen. Ja, Excel. Häufige Themen werden hier schon aufgelistet, aber hier unten hast du eigentlich ein sehr systematisches Nachschlagewerk, je nach Arbeitstechniken. Und unter Erste Schritte hast du eine gute Einführung, in der du auch wieder gewisse Dinge nachschlagen kannst. Viele weitere Tipps und Anleitungen findest du sonst im Web. Zum Beispiel gibt es auf YouTube haufenweise Videotutorials.